Marc, ich habe mich weiterhin deine Tipps in Bezug auf Parfümauftragen gehalten und seitdem ich meinen Job verloren, meine Frau hat mich verlassen, aber das Gute ist, alle Fruchtfliegen bei mir zu Hause fallen tot um, sobald ich nur den Raum betrete. Man muss wohl etwas aufgeben, um an Lebensqualität zu gewinnen. Also für mich, also alle Sachen, die du aufgezählt hast, würde ich jetzt als durchweg positiv erachten. Also wenn du den Job nicht mehr hast, hast du mehr Zeit, dich um dich selber zu kümmern. Und wenn deine Frau dich verlassen hat, ja, kannst du dich auch auf wichtigere Dinge konzentrieren, oder? Magst du immer noch deinen Traum, ein Geschäft in New York zu eröffnen? Ja, also ob jetzt New York oder LA, das sind zwar zwei unterschiedliche Städte, aber prinzipiell ja irgendwie das Ähnliche. Von daher jetzt mit Amerika. Stationär, also vor Ort, will ich ja eh keinen Laden haben, ne? Also ich habe ja keinen Bock, dass die Leute da einen Laden als. Wenn man ein Ladenlokal hat, dann ist das schon eine sehr große Aufgabe. Dafür muss man schon Leute haben, die sich dessen, also das ist einfach ein Riesending. Also, und man kann die Qualität, die wir aktuell so bringen, nicht stationär auch spielen. Von daher finde ich diesen Online-Gedanken nach wie vor immer noch den besten, um gleichbleibende Qualität zu liefern. Man hat offline immer dieselben Probleme. Als erstes, man zieht die Leute auch an, die immer Bargeld loswerden wollen und sowas. Und ich sag's so, wie es ist, viel stressfreier. Hinsetzen, reden, diskutieren, Uhr so, hallo, hallo, wie geht's, wie geht's? Nee. Also ich werde sowieso niemals in einem Laden sein, aber ich sag mal, dass wir vielleicht mal einen Marktgeberer Laden aufmachen. Muss man mal gucken, wenn dann als Konzept mit anderen Sachen noch, dass man verbindliche Termine bucht, aber einfach sich in der Innenstadt ein Geschäft zu mieten, wo man die ganze Zeit sein muss, vielleicht obwohl gar keiner kommt. Nee, Mann. Also das auf gar keinen Fall. Ich weiß auch nicht, ich habe heute Mittag was gegessen und seitdem ist mein Energielevel wirklich. Oh, Junge, ich bin am Kämpfen. Ne? Wir haben heute, weiß nicht, 40 Uhren oder so online gestellt oder bekommen. Das ist echt anstrengend. Alles zu komplettieren. Du musst die richtigen Sachen raussuchen. Du musst die Preise machen. Du musst neue Sachen kaufen. Wir haben ja jetzt den 10. morgen. Du musst die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wir haben morgen den Notartermin für das Haus. Also morgen wird unterschrieben. Morgen kriegen wir die Schlüssel. Ich sag's euch, das ist also viel. Echt viel. Aber Gott sei Dank, Alhamdulillah, es läuft. Ne? Hey Marc, ich bin gerade in Mailand und wollte mal fragen, ob du mir einen Parfümladen empfehlen kannst, wo man Gritti kaufen oder testen kann. Also Gritti kann ich dir jetzt beim besten Willen nicht sagen. Falls du etwas in Mailand haben möchtest, was so, also einfach was Italienisches, ne? Etwas authentisch Italienisches, was ich auch nicht führe, geh mal zu Santa Maria Novella. Das müsste da im Künstlerviertel sein. Wenn du aus der Passage rausgehst, aus dieser, weißt du, aus dieser Passage da, wo dieser Bogen ist, wenn du da hinten rausgehst, zur Scala, da musst du noch weiter geradeaus gehen. Da hinten ist ein kleiner Laden, Santa Maria Novella heißen die. Die haben ganz coole, originale italienische Düfte. Nicht alles, also die haben auch günstig, ist auch nicht teuer. Aber da würde ich mal ein bisschen was durchtesten. Kann man schön was mitnehmen. Die haben auch coole Seifen. Für zu Hause kann man so in den Kleiderschrank was reinhängen. Haus sieht übelst nice aus. Passt wie Faust aufs Auge. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Das sind 3000 Quadratmeter. Also das ist ein Riesending. Und ich freue mich, wenn wir da mal eine Haustour machen. Werden auf jeden Fall bei Twitch auch einiges Neues machen können. So durch diesen Sicherheitsaspekt, den wir da haben, kann man vielleicht auch mal interaktives Watches of the Week machen. Also, dass man direkt Uhren zeigt, die die Woche über reingekommen sind. Man kann also viele neue Sachen, wir haben mehr Platz und man kann videotechnisch, streamtechnisch einiges Neues machen. Ist natürlich, man muss das Ganze auch planen und so, ne, klar, aber wir haben da auf jeden Fall brutal Möglichkeiten zu wachsen. Ne? Weil hier als solches, überleg mal, wir haben jetzt angefangen, 2020 angefangen zu streamen, hat sich jetzt nichts verändert. Ne? Ich habe eine Kamera, ist auch alles gut, sieht auch super aus, aber da muss jetzt schon mal wieder was mehr kommen. Hast du doch in der Story gehabt, na, in der Story habe ich einen Raum gehabt, das ist nur ein Raum. Also, das sind ja mehrere Häuser auf dem Grundstück. Twitch-Zimmer mit LEDs und Aquarium. Das ist es, Leute. Das ist es. Ja. Ja, was haben wir überhaupt gedreht? Ja, falls ihr euch fragt, was wir jetzt in Stuttgart gedreht haben. Nein, nicht zu zweit. Wizard, das ist für die Firma. Also wir privat haben nur eine Etage. Das ist nur für die Firma. Geht eher darum. Wir wollten halt privat, weil wir jetzt ja also in absehbarer Zeit nicht mehr so wirklich hier sein werden, haben wir einfach gedacht, dass wir privat und geschäftlich zusammenlegen. So, ne? Dass wir halt, wenn wir in Deutschland sind, dass wir dann halt eine Etage haben. Schlafzimmer, einen Raum und Badezimmer.
und alles andere ist für die Firma. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf den, was sollen wir auf der, also was sollen wir da? Also ne, ist mehr so ein Ding für die Firma, dass wir das schön strukturieren können, dass wir auch da alles unter einem Haus haben und wachsen können. Komplett umziehen oder immer noch im Raum Düsseldorf? Es ist in der Nähe, aber es ist jetzt nicht im Zentrum von Düsseldorf. Ne? Das geht jetzt nicht. Aber privat, also privat ist so, dass wir jetzt so viel Platz nicht brauchen und auch sowieso, wenn wir jetzt mehrere Monate in Amerika sind, dann das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Ich glaube, privat zahlen wir sogar mehr oder weniger dieselbe Miete wie jetzt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mit Nico haben wir einen Quiz gedreht, also wer Zeiger erraten kann. Also Nico ist gegen Sascha angetreten, ich habe den beiden ein Bild auf WhatsApp geschickt und die müssten dann sagen, welcher Zeiger, was für eine Marke ist das? Die beiden, das war wirklich witzig. Und dann habe ich noch mit Sascha und Isa, ich glaube, das ist so das erste Mal, dass sie in so einem Quizformat waren. Sascha und Isa haben jeweils drei Parfums bekommen. Einmal Männer, einmal Frauen und einmal das, was mir gefällt. Immer in einem Set drei Parfums. Und die mussten sagen Platz 1, Platz 2, Platz 3. Also quasi beide mussten riechen so, ne? Und dann sagen, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das gefällt Sascha am besten. Das war auch. Und mit Tim habe ich auch noch ein Video gedreht, was sagt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sprite, Rolex Sprite anziehst, was sagt das über dich aus? Was hältst du von Watch Modding? Macht man so mit Psycho, ne? Ich muss sagen, sieht eigentlich ganz cool aus. Ne? Ich habe es jetzt selber, habe ich jetzt kein Zit dafür, aber doch, eigentlich Watch Modding kommt jetzt auch bei uns online. Wir haben doch die Uhren graviert. Die müssten jetzt irgendwie auch die Tage ankommen. Wir haben doch eine Oyster Perpetual in Schwarz mit so einem Star Wars Theme gemacht, dann eine Bitcoin-Uhr. Das war eine Mil Gauss mit Orangen-Indexen. Und dann haben wir noch irgendeine Uhr gemacht mit Batman. Ja, was mit den Cartier los? Wir haben zwei Stück gekauft, beide schon wieder weg. Es kommt eine Uhr online. Also als erstmal müssen wir die hier kurz appreciate. Japan Limited Edition, Speedmaster. Speedmaster Date Japan Limited Edition. Habe ich vorher auch noch nie gehabt. Mit Box and Papers. Die war schön. Oh, kein Setbild. Schade. Die sind schön geworden. Ich glaube, die werde ich morgen mal in die Story packen. Bin ich auch einer der Ersten, der die hat. Irgendwie in Europa noch keinen gesehen. Außer einen Franzosen. Sehr schöne Uhr. Blau. Der Typ, von dem ich die bekommen habe, meinte, dass wohl Cartier dieses Jahr, was das Modell angeht, super schwierige Lieferzeiten haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen, bei den Stückzahlen, die machen. Aber was ich sagen wollte, wir bekommen eine Datejust Computer Dial. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das Ziffernblatt bekommen wir in einem Royal Blue. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Mit Lederarmband, mit Service von Rolex. Alter, das Blatt habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Kommen auf jeden Fall noch einige andere Uhren online. Was hältst du von Chronex? Die Preise sind wirklich in einer anderen Welt, von einer anderen Welt. Ja, machen die so gute Preise. Ist doch schön, wenn die so gute Preise machen. Also, ich habe jetzt mit Chronex nicht so extrem viele Schnittpunkte mehr, aber also, ich meine, ich kann nichts Negatives sagen. Nein, negativ gemeint. Negativ haben die hohe Preise. Echt? Oh, müssen wir sich mal angucken, ne? Ist halt das Problem, wenn man jetzt nicht so dynamisch dabei ist, es passiert ja doch recht viel im Uhrenmarkt, ne? Muss man immer ein bisschen gucken. Ah, die werden schon wissen, was sie machen, ne?